Weiß ich nicht. Hallo Werkzeugfans. Willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und ich sage euch immer, richtig gutes Werkzeug erzeugt auch richtig gute Ergebnisse. Aber zu richtig gutem Werkzeug brauchst du auch richtig gutes Zubehör. Und selbst mit gutem Zubehör, gutem Werkzeug schaffst du immer noch nicht das perfekte Ergebnis, sondern du brauchst auch wirklich etwas Gutes, was du verarbeitest. Und deswegen schauen wir uns heute das Thema Schrauben mal an, weil in dieser Schraube, beziehungsweise in diesem 3D-Modell einer Schraube, steckt so viel Hightech, ich denke mal, das wissen die wenigsten. Heute geht es also um die Schrauben von Heco und diese Schrauben sind wirklich Hightech. Viele denken einfach nur, Schraube ist überhaupt kein Problem. Aber warum gibt es einen riesen Unterschied, gerade auch in den Preisen von Schrauben? Du kriegst ja Schrauben schon riesen Packen für 1,99 €, dann geht's los. Aber diese Schrauben hier, ja, haben ganz andere Eigenschaften und darüber müssen wir heute sprechen. Denn gute Schrauben, das habe ich wirklich vor allem jetzt mit Heco gelernt, haben seinen Preis und nützen dir auch enorm viel. Weil was hast du davon, wie du die Schraube abreißt? Der typische Klassiker ist, dass dir dieser Kopf abreißt. Letztens ist mir ein Gewinde abgerissen. Wie geht das denn? Also wirklich passiert. Reingeschraubt, Gewinde stecken geblieben, Schraube rausgezogen. Was? Ja, also das macht ja überhaupt keinen Sinn. Das passiert bei Heco auf jeden Fall nicht. Aber vor allem kann ich eine Sache sagen, das kann ich mit Fug und Recht sagen, Lügendetektor, ja, Hand ins Feuer. Wir haben hier unsere Scheune gebaut. Und bei der Scheune ist es so, dass wir locker mal 6.000 Schrauben inzwischen da versenkt haben. Ich glaube, das reicht noch nicht, weil wir werden inzwischen mehr sein. Und da ist uns nicht eine einzige Schraube abgerissen, nicht ein einziger Kopf abgerissen, nichts passiert. Schrauben, wir haben die perfekt reingedreht. Wir haben übrigens auch sehr viele Schrauben wieder rausgedreht, weil wir Hilfskonstruktionen gebaut haben. Auch da war nie das Ganze ein Problem. Und da haben wir gemerkt, auch was das bedeutet, richtig gute Schrauben zu haben. Und selbst an Winkeln, wenn du gegen einen Winkel gegenschraubst, ist es ja so, dass er durchaus gerne mal einen Kopf abreißt, weil du Holz, Metall, noch mehr Drehmoment ausübst und dann macht es Bing und der Kopf ist ab. Hat nie oder ist nie passiert. Eine andere Sache, die wir auch beim Bauen mit der Scheune, und jetzt kommen wir auch schon mal zu den Eigenschaften dieser Schrauben gekommen sind, ist, du hast häufig ein Problem. Und in der Regel hat man im Leben genau ein Problem. Du hast nur zwei Hände. Drei wären manchmal gar nicht so verkehrt, denn du hast einen Akkuschrauber und hast eine Schraube und musst dich noch irgendwo festhalten und möchtest irgendwas machen und du kannst nicht die Schraube und den Akkuschrauber festhalten, häufig. Und da ist es so, dass du hier bei Heco wirklich einen perfekt passenden Bit und eine perfekt passende Schraube hast und dann machst du Folgendes. Du setzt das hier einfach ein. Bei der normalen Schraube machst du so und dann, kennt ihr das? Nicht zu doll, ansetzen und dann, dass er nicht runterfällt. Hier kein Problem. Ja, hier, da, alles kein Problem. Hält zusammen, geht auch wieder auseinander. Ja? Ihr nehmt das Ganze, steckt das rein und ihr könnt hier ohne Probleme, nochmal, ich habe hier nur den Bit, ich habe den Bit in der Hand, nicht die Schraube. Das hält einfach. Jetzt haben wir uns das mit dieser Schraube angeschaut, aber wie ist das eigentlich mit einem normalen Bit? Und das haben wir jetzt einfach mal ein ganz normales, jetzt hier in 3D mal in groß ausgedruckt, eine Schraube in groß ausgedruckt und wie ist das normal? Torx, muss man ja schon mal sagen, ist eine richtig gute Verbindung. Viele von euch kennen auch Schlitz oder Kreuzschlitz, Pozi-Drive und so weiter und so fort. All so ein Zeugs, ja, das ist auch irgendwie, aber das hält zumindest so ein Bit schon mal nicht. Also das hier, also hält so eine Schraube schon mal nicht. Jetzt haben wir ein Standard-Bit und eine Heco-Schraube zusammen. Hält erstmal, ja. Macht jeder Bit, jede Schraube, dass es irgendwie so halbwegs schon mal hält, aber vor allem auch eine gute Verbindung herstellt. Alles fein. Aber du hast das Typische, du willst jetzt hier arbeiten, wackelst ein bisschen rum und dann, hier ist schon wieder schwierig, ja. Ihr wisst genau, was ich meine und so geht schon mal gar nicht. Jetzt nehmen wir aber dieselbe Schraube und nehmen ein Heco-Bit. Nämlich, wir haben hier eine andere Form. Und zwar ist einerseits so, haben wir hier eine leichte Ausbuchtung, die perfekt in die Schraube reingreift, aber auch die Fertigung der Rillen hier, also des Außenbereichs, ist einfach so perfekt auf die Schrauben angepasst, dass ich es einfach hier so, wie auch mit den anderen Schrauben, zusammenstecken kann. Und dann ist das einfach fest. Ja? Und das ist ein 1:1 Druck von der Schraube und von dem Heco-Bit in der gleichen Größe. Und das, was ich eben gezeigt habe, ist einfach, es passt einfach. Und das, was wir hatten, wir haben das jetzt nicht nur mit so einer kleinen Schraube gemacht, sondern wir haben das einerseits auch mit sowas wie einer Viererschraube gehabt, aber wir machen das genauso auch mit einer Achter, dass du einfach das zusammensteckst und es hält. Und das ist schon echt genial. Und das macht enorm viel aus. Und wenn da so eine Schraube halt einen Ticken mehr kostet als so eine Billigschraube, völlig egal, du ärgerst dich einfach nicht, dass es runterfällt.
was vielen von euch sicherlich nicht bewusst ist, wie viel Hightech aber auch im Gewinde bzw. auch schon an der Spitze stecken. Fangen wir mal beim Gewinde an. Und zwar, jede Dimension dieser Schrauben hat eine andere Gewindesteigung. Je nachdem, wie steil oder wie flach das Ganze steht, ist es ja so, dass die Schraube bzw. sich die Schraube im Material anders verhält. Und hier ist es so, dass wirklich jede Dimension hat ein perfekt berechnetes und perfekt auch getestete Gewindesteigung, um wirklich perfekt im Material reinzukommen. Was mir aber, das hört sich alles so theoretisch an. Praktisch gibt es aber eine andere Sache, die hier noch sehr wichtig ist. Und zwar hier an der Spitze. Wir haben eine Spitze, die das Material vorfräst und vorschneidet. Und durch diese Spitze ist es so, dass normalerweise hast du ja hier Material und kannst hier schrauben irgendwo. Ja, ich schraube hier einfach irgendwo rein, das ist kein Problem. Wenn ich aber hier randnah hier schraube, dann kann es passieren, dass das Material viel leichter wegplatzt, aufplatzt oder ähnliches. Das ist hier nicht der Fall, weil ich habe es auch schon gerade so bei sowas wie der klassischen Dachlatte. Kennt jeder von euch, wenn man relativ nah am Rand geht, dann platzt dir das alles weg. Hier ist es nicht so. Hier ist es so, dass das vorgefräst, vorgeschnitten wird und dann nicht aufplatzt und du schon relativ randnah arbeiten kannst und einfach trotzdem eine Schraube senken kannst. Das nenne ich mal wirklich Hightech. Kommen wir zu einer Sache, die diese Schraube hat, die man wirklich nicht unterschätzen sollte, und zwar den sogenannten Magic Close Effekt. Bei einer ganz normalen Schraube ist es so, dass die Gewindesteigung hier immer genau gleich ist. Wenn die Gewindesteigung immer gleich ist, dann passiert Folgendes. Du nimmst diese Schraube, schraubst sie hier durch das Holz. Dann ist es so, dass du, wenn du hier durch das erste Material durch bist, dann hebt sich das ab, weil natürlich das hier hängt jetzt im Gewinde drin. Das hebt sich nach oben und du hast dann, ich übertreibe es jetzt mal so ein bisschen, so einen großen Spalt, gehst rein und dann bist du eigentlich fertig. Dann geht es ja eigentlich, du kannst ja, wir haben eine Vollgewindeschraube. Das heißt, wir können gar nicht jetzt das Ganze schließen. Was machst du dann? Was du machen kannst, ist, das Ganze wieder rauszudrehen. Dann bist du ja so halbwegs durch. Dann mit viel Druck zu arbeiten, dann doch nochmal. Boah, das ist aber nicht schön. Weil bedenke Folgendes. Bei einer Schraube, bei so einer Vollgewindeschraube, ja, hält nicht der Kopf. Der Kopf hält eigentlich gar nichts, sondern das Gewinde hält das Material. Muss man immer bedenken. So, und dafür haben wir hier aber etwas Besonderes, und zwar haben wir den Magic Close Effekt. Und ich zeige euch den mal. Ich schraube jetzt einfach mal hier rein und dann seht ihr, dass sich das Material erstmal trennt und dann wieder zusammenzieht. Ihr seht jetzt hier, haben wir einen Spalt. Und ihr seht jetzt aber auch, sind wir komplett dicht dran. Und das ist wirklich genial. Wie viele von euch haben dann schon da gesessen, haben gewürgt, wird und noch mehr gedrückt und gedreht und irgendwie ist es dann halbwegs zusammengegangen und da war doch noch ein Millimeter dazwischen. Boah, ist das lässig. Ich zeige euch das nochmal. Ansetzen. Wieder, ihr seht hier, entstanden. Kennt ihr ganz normal. Ich mache es wirklich langsam. Also wirklich perfekt zu. Und das kann natürlich nicht in einen unendlichen Abstand jetzt wieder verkleinern. Aber in der Größe ohne Probleme. Ihr habt auch gesehen, einfach nur indem ich weiter schraube, wird es langsam zusammengezogen. Ist das nicht genial? Und ich muss sagen, diese Funktion, alles andere vorher, meinetwegen, super schön. Toll, 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 dass nicht runterfällt, alles gut. Aber das hier verändert dein Leben, wenn du mit Holz arbeitest. Wie oft hast du das, dass du irgendwas gemacht hast und wolltest dann das zusammentüdeln und dann funktioniert das nicht? Wie oft hast du dich schon geärgert? Oh, raus, rein, rein, raus, oh, in der Vorbau, nochmal bohren, nochmal irgendwas. Mann! Und all das hat jetzt ein Ende. Und wenn es das nicht wert ist, mal 1-2 Euro mehr auszugeben, weiß ich auch nicht. Kommen wir noch zu einer anderen Sache. Und zwar, welche Bits brauchst du eigentlich? Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, über die Bits, die wir hier haben. Und zwar, es gibt ja übrigens von Heco ein Original Heco-Bitsatz, wo alle Bits drin sind, plus Bithalter und allem drum und dran. Übrigens, Schrauben, auch extra Schrauben packen, zu denen wir ja auch übrigens gleich kommen. Zeige ich das schon mal hier. Spezielle Schraubensortimente, die es jetzt gibt. Findest du unten in der Videobeschreibung, kannst du schon mal gucken. Aber, und auch was der Bitsatz kostet und so weiter, alles da unten drin. So. Aber, was ich wirklich toll finde, die gängigen Schrauben, die wir hier auch in unserem Schraubenregal haben, hier drüben, ja, da ist es so, dass wir Bits benutzen von 10, 20 oder 30 und nicht noch ein 15er, 25er, Sondergrößen, sonst irgendwas. Sondern wir brauchen wirklich nur 3 Standardbits, 10, 20 und 30. Und die brauchen wir einfach nur, weil sich Heco gedacht hat, Mensch, mit möglichst wenig Bit wechseln,
spart man natürlich auch Zeit. Und du brauchst nicht so drüber nachdenken, sondern kannst einfach sagen, Mensch, in diesem Range, das sind halt einfach 20er. Und bei den Großen nimmst du halt einen 30er, bei den Kleinen nimmst du halt einen 10er. Und das ist echt, echt gut. Und jetzt kommen wir zu einem anderen Hightech-Thema, was gar nichts mit den Schrauben zu tun hat, sondern da hat wirklich jemand mal mitgedacht. Denn eine Sache, und selbst dafür würde ich schon mehr Geld bezahlen, ist die Verpackung. Die Verpackung der Schrauben hat nämlich so viele Vorteile, das ist der Hammer. Weil wenn Schraubenverpackung, im schlimmsten Fall Schraubenverpackung fallen dir runter, platzt auf, alles irgendwo nervt. Aber wir haben hier Folgendes. Erst einmal, auf der Schraubenverpackung steht hier der Bit drauf, den du brauchst. Hier HD30. Zusätzlich ist hier aber auch die Farbe markiert. Und hier ist es so, schauen wir uns mal zum Beispiel den hier an, weil den habe ich hier gerade hier. Hier brauche ich habe ich Orange und der Bit hat einen orangenen Ring. Und daran weiß ich, das ist der passende Bit für diese Schraube. Das ist schon echt genial. Und das sind eben doch diese Kleinigkeiten, die es unterscheiden. Und allein nur für diese Verpackung hier würde ich mehr Geld bezahlen. Denn wir haben hier Folgendes. Erst einmal, wir können die Verpackung hier oben aufschneiden, an diesen zwei Punkten, machen sie auf und sie hält dann da. Das ist erstmal schon mal super. Es ist aber auch so, dass diese Lasche nicht innerhalb der Verpackung läuft, wo dauernd die Schrauben dagegen arbeiten, dass man es wieder zumachen kann, sondern es läuft eben außerhalb und du hast hier wunderschön die Möglichkeit, das einfach wieder auf und zuzumachen. Ja? So. Du hast erstmal das, geht einfach wieder zu. Dann kannst du es nehmen, aufschütten, kannst hier einfach Dinge rausnehmen. Ja, einfach rausnehmen, rausnehmen, rausnehmen und kannst es dann wieder zumachen. Kleinigkeit, aber beobachte mal die Schraubenverpackung von anderen Herstellern. Nächstes Thema, du machst das Ganze zu, beziehungsweise nee, wir lassen es mal offen und machen wir Folgendes. Du kannst es hier auch einfach rausnehmen, komplett, hast jetzt den ganzen Schraubenpacken da, kannst den mitnehmen, kannst hier einfach dran rummachen. Das rausnehmen, rein, was auch immer, und kannst es einfach wieder reinstecken und hast dann wieder hier entsprechend deine Verpackung und kannst es mitnehmen. Und das ist wirklich durchdacht. Du kannst natürlich auch Folgendes machen, das ist schon vorperforiert, hier oben, kannst es hier abreißen, das hier aufmachen, kannst du noch besser reingreifen. Also da hat wirklich jemand mitgedacht, da hat wirklich gesagt, okay, für den Anwender die perfekte Verpackung. Aber welche Verpackung könnte noch besser sein als die hier? Natürlich eine L-Box. Oh, Mist, umgefallen. Ach du meine Güte, das ist alles durcheinander. Nein, 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 nein. Es bleibt alles an Ort und Stelle. Ich zeige euch das mal. So. Und ihr seht nämlich hier, wir haben hier ein Schraubensortiment. Und zwar haben wir jeweils die passende Schraube mit dem passenden Dübel, hier Fischerdübel, gleich mit dabei. Und ihr seht auch hier, das ist übrigens perfekt hier getrennt. Ja? Und jetzt haben wir hier Folgendes. Ihr seht hier, wir haben hier 3,5 x 35, 4,5 x 40 und 5 x 50 in einer Packung. Und das ist eine sogenannte L-Box Mini, die du auch natürlich stapeln kannst. Hier kannst du sehen. So, Stapel, Stapel, Stapel. Und haben alles an einem Platz. Und jetzt haben wir hier verschiedene Boxen. Und wir kommen mal noch zu den großen hier. Bei den großen, da sind richtig viele Schrauben drin. Und hier bekommst du aber ein wunderbares Sortiment. Und zwar für 29,95 bekommst du hier deine Schrauben mit passenden Dübeln, alles mit dazu. Ich denke mal, das ist schon mega für unterwegs, aber auch als Schraubensortiment für zu Hause. Dann hat man einfach nicht mehr die ganzen Schraubenpackungen, Dübelpackungen überall rumfliegen, sondern alles auf einem Punkt. Ich finde es echt gut. Kommen wir zur nächsten L-Box. Und zwar haben wir hier 1000 Schrauben in dieser kleinen L-Box. Und zwar auch für 29,99. 1000 Heco-Schrauben. Alles hier drin. Sogar mit einem passenden Bit. Ich habe ja vorhin darüber gesprochen, dass der passende Bit extrem wichtig ist. Und den haben wir hier gleich schon mit drin. Und hier seht ihr, 1000 Schrauben sind hier mit drin. Mit dem passenden Bit. Und dieser Bit passt hier von den wirklich kleinsten Schrauben, die wir hier haben, bis zur größten Schraube eben wunderbar mit dazu. 1000 Schrauben, 29,99 und der Bit und eine L-Box, das ist schon krass. Und hier unten seht ihr auch entsprechend Größen, die da sind. Das ist von 3,5 x 16 bis 4,5 x 60, alles mit dabei. Und das ist schon so eine gängige Größe. Aber wenn wir sagen, Topix 1000, was könnte das nächste sein? Topix 2000. Und das haben wir hier. Da sind wir bei 2000 Schrauben und haben auch nochmal andere Dimensionen mit dabei. Und ihr seht hier auch wieder eine große L-Box, 2000 Schrauben, aber auch hier, das ist ganz wichtig. Und jeder, der sich so einen Koffer schon mal selbst gebaut hat oder von anderen Herstellern oft gekauft hat, dann passiert Folgendes, wenn du so machst, vorbei, Ende. Dann nimmst du das Ganze, stellst es zur Seite, wartest, bis der Azubi kommt und sagst, schönen Tag noch. Ja? Hier ist es auch so, dass wir jetzt hier eine Einlage haben
wo das Ganze wunderbar funktioniert. Ja? Nichts fällt raus, nichts passiert. Auch hier, Bit ist mit dabei. Und dieser eine Bit passt in allen diesen Schrauben. Zusätzlich haben wir hier natürlich auch alle Schraubengrößen aufgedruckt. Alles mit dabei, bis 5x60, von den kleinen 3,5x20. Das ist wirklich ein echt super Sortiment. Gerade wenn du unterwegs bist, wenn du auf Montage bist, hast du eigentlich alles immer dabei. Zusätzlich, wenn mal eins leer werden sollte, kannst du den QR-Code nehmen und einfach nachbestellen. Das heißt, du musst nicht mehr den ganzen Packen kaufen, sondern hast hier ein Starterpaket und kannst einfach sagen, hier, da, das möchte ich nachkaufen, ist alle und dann geht's wieder los. Das Ganze gibt es übrigens für 99 Euro. Das heißt also L-Box, 3000 Schrauben plus Bit mit allem drum und dran, 99 Euro. Wenn du dich dafür interessierst, schau einfach auf gotools.de oder unten in der Videobeschreibung findest du wie immer die Links zu den Produkten. Aber was man in 2000 machen kann, kann man doch auch mit 3000 machen. Und deswegen gibt es für 129 Euro, kannst du übrigens auch stapeln, ja? Das gleiche nochmal, aber jetzt mit 3000 Schrauben. Auch das hier kannst du umkippen, machen und tun. Bleibt alles in Ort und Stelle, aber schaut mal hier, jetzt hier 3000 Schrauben. Bei diesem Set gibt es zusätzlich auch nochmal hier den passenden Bithalter, den wirklich echt qualitativ hochwertigen Heco-Bithalter. Und gibt es auch den passenden Bit natürlich mit dazu, den du brauchst. Und hier brauchst du dann, hast du wirklich nochmal den nächsten Bit dazu. Schaut nochmal hier. Hier haben wir den 10er, den 20er und den 30er. Alles mit dabei, den du brauchst. Bithalter hier mit dabei. Noch was einteilen willst, auch das mit dabei. Und hast hier unendliche Menge an Schrauben. Wirklich von den kleinsten bis hier zu den größten. Ja, alles mit da. Hier 5x80, nee, sogar 6x60 hier als die größten, wenn ich es richtig sehe. Bis von den kleinsten 3x16. Auch hier Riesenübersicht, du siehst genau, wo was ist und du kannst natürlich auch hier einfach nachbestellen. Du siehst also, hier hast du wunderbare Packen zum Zusammenstellen mit allem drum und dran. Das kannst du im Shop kaufen. Du kannst natürlich auch die einzelnen Packen einzeln im Shop kaufen oder auch über den QR-Code hier zum Beispiel nachkaufen. Ich persönlich hätte mich früher, als ich einfach nur in der Wohnung gewohnt hätte, über so ein Packen riesig gefreut, denn ich hatte immer irgendwelche Schrauben irgendwo rumfliegen mit irgendwelchen Sachen und ich habe es immer nicht gefunden. Und am Ende ist mir Folgendes passiert, als ich ausgezogen bin, hatte ich von einer Schraubengröße nachher 5 Packen, die ich nie irgendwie wusste, dass sie überall da sind. Kennt ihr das? Schreibt es mal unten in die Kommentare, wenn ihr das auch kennt. Und ich kann euch nur sagen, Schrauben, absolutes Hightech-Thema und Schrauben ein absoluter Problemlöser, wenn sie wirklich qualitativ gut sind. Und das, was ich euch vorhin gesagt und gezeigt habe, wie hier mit dem Magic Close-Effekt, wer es einmal benutzt hat, der will nie wieder eine andere Schraube benutzen. Kann ich euch garantieren, denn jeder, dem ich das in die Hand gedrückt habe, hat gesagt, jetzt darf ich jetzt nicht sagen, findet es super, heilig. Also das ist wirklich, wirklich genial. Aber ich komme wieder ins Schwärmen und ins Faseln. Für euch ran an die Schraube und bis zum nächsten Mal. Und denkt dran, gute Schrauben, das Ding.